Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe Let's Play World of Warships. Und heute sehen wir uns hier den Tier 7 Zerstörer Leningrad an. Das Ganze hat der bei Delirious eingeschickt. Vielen Dank an der Stelle. Und am Anfang schauen wir mal, was er da jetzt so reißen wird. Da hinten hat er schon mal die Kongo. Und da gehen jetzt auch die ersten Schüsse raus. Er geht direkt auf. Und jetzt haut er hier den Boost rein. Weil er will erstmal ein bisschen ballern, ohne dass er hier den Rauch bzw. Nebel nutzt. Reichweite hat er eine ganz passable. Also von dem her kann er da schon ordentlich die Kongo nerven. Und schnell ist er ja auch. Wie wir sehen hier jetzt knapp 43 Knoten. Also den muss man erstmal treffen aus der Bewegung heraus. Da hat er auch schon Brand am Start. Der Brand tickt da jetzt weiter. Das ist natürlich super. Wobei, jetzt scheint er auch schon doch gelöscht worden zu sein. Schade drum. Der hätte natürlich gerne noch ein bisschen mehr von der Kongo gehabt. Und jetzt setzt er da mal ein paar Aale ins Wasser. Und weiter geht's Richtung Kongo. Wie gesagt, die kann ja jetzt dann nicht mehr reparieren. Das heißt, wenn sie jetzt brennt, dann ist das alles sein Brandschaden. Oh ja, zwei Brände gleich. Und die Aober, das soll das nächste Opfer sein. Aber, oh, da brennt die Aober auch direkt. Sehr gut, genau so soll das sein. Und hier die Torpedos, die kommen nicht schlecht. Der erste trifft die Aober und dann nochmal zwei auf die Kongo. Und da kommen nochmal welche. Ja, nochmal einer auf die Aober. Not bad. Also hier ist er ja jetzt mal richtig on fire. Gleich mal vier Torpedotreffer und lauter Brände. Also das ist mal mit dem Doppelschlag einen Auftakt. So wie man es will. Also, holy moly. Weg mit Kongo und Erober. Kein Problem, Leningrad on fire, würde ich mal sagen. Maschinenboost deaktiviert. Mal schauen, was er jetzt noch so im Petto hat. Aber so muss man das Ganze erstmal anfangen. Mit 73.000 Damage. Ja, und da der nächste Brand. So soll doch das sein. Auch der Brand tickt wieder. So, er schickt sich jetzt hier da an die Kneisenau an und die erwartet ihn ja noch nicht mal wirklich. Oh, 3,3 Kilometer. Die Sekundären prügeln jetzt auf ihn ein. Jetzt muss er da echt aufpassen. Und hier hat er jetzt auch noch die Bombe über sich. Ah, die haben ihm Gott sei Dank nicht viel getan, aber er ist jetzt hier aufgelaufen. Aber da hat ihn jetzt gerade die Kneisenau ordentlich getroffen. So, und jetzt ist auch der Rauch an, denn jetzt will er erstmal ein bisschen Ruhe haben. Aber das, was dann allen unterwegs ist, das ist jetzt auch nicht allzu wenig, muss man mal sagen. Aber die sind die meisten erstmal in die Insel gelaufen. Also von dem her, und da kommen die Kneisen auch gerade noch weg. Also schade drum, hätte er die ein bisschen früher mal werfen sollen. Und dann hätte es nämlich da ordentlich Rabatz noch bei der Kneise noch machen können. Aber den Moment hat er einfach ein wenig verpasst. Kann man nicht anders sagen. Sein Team hat schon zwei Schiffe weniger als das gegnerische Team.
Aber auch das hat jetzt gerade eins verloren. Die Emile Bertin ist da raus. Weiter geht er da jetzt auf die Scharnhorst und die Kneisenau. Die kann er jetzt auch mal beschießen. Nachdem sie ihm schon da so ein 6000 eingeschenkt hat. Jetzt dann nochmal die Antwort. Wenigstens gleich wieder ein Brand. 14 Sekunden, dann ist der Rauch auch weg. Das muss er natürlich im Auge haben, weil dann heißt es ganz schnell aus die Maus. Wir haben gesehen, die Gneisenau 6000er mit da nur einem Turm war das nämlich da hinten. Soweit ich das gesehen habe, dass der geschossen hat. Also von dem her sieht man, da kann das Ganze doch ganz schön ekelhaft antworten. So, die letzten 5 Sekunden. Und die letzte Salve geht jetzt damit raus, aber die hat auch nur noch 2000 Struktur, nur noch 800, 400 und die brennt ja auch noch. Das sollte sein Kill werden und genauso ist es. Durch den Brandschaden oder den Brand hat er hier den Kill machen können. Es ist ein Dritter in der Runde. ...100.000 Damage hat er schon. Also da muss man sagen, hat er mal richtig, richtig gut losgelegt. So wie sich das gehört. Oh, die Hood. Die hat ja gar nichts mehr. Das hat es ihm auch ganz so klar geworden. So, hoppala. Da muss ich doch nochmal rüberdrehen. So, jetzt wieder die Bomber über ihm. Die Hood, jetzt, die jetzt auf ihn hier schießt. Aber die repariert sich gerade oder heilt sich viel mehr. Und ihr seht, schon wieder 8000 Hitpoints. Die Bomber, die sind jetzt erstmal ruhig. Vielleicht sollte er sich auch mal den Flugzeugträger schnappen. Aber klar, erstmal geht er dann noch weiter auf die Hood, auf die halbgestrandete, die jetzt auch noch brennt, aber sofort den Brand gelöscht hat. So, jetzt bleibt er auch stehen, fährt sogar wieder rückwärts. Den Kill will er unbedingt haben. Den lässt er sich da nicht mehr entgehen. So, und jetzt hat er wieder den Brand. Genau den wollte er. Und jetzt kann die Hood weder heilen noch reparieren. Das wird ihr Ende bedeuten. So, ich glaube, er lässt jetzt auch gut sein. Könnt ihr mir gleich vorstellen. Und sucht sich da den Flugzeugträger. Und da ist auch schon die Hood weg. Aber scheinbar lässt er den Flugzeugträger da oben komplett alleine. Den denkt er sich noch, der stört mich nicht so sehr. Sondern orientiert sich Richtung Nagato und Gede. Auch nicht uninteressant. Mal schauen, wie er das dann da managt. So, jetzt aber die Gede, trotz Rauch, hat sie ja absolut ein riesiges Problem. Und ich glaube, die wird es da nicht lang machen. Dafür ist es jetzt zu spät und da hat er jetzt sich auch schon die Krake gesichert. Königsberg gleich dahinter. Er muss natürlich aufpassen, dass er hier nicht zu aggressiv reingeht, weil klar, Königsberg ist jetzt nicht so der harte Brummer, aber auf kleine Distanz wird es mal richtig interessant und da hat auch so eine Leningrad dann Probleme damit.
So, aber jetzt nähert er sich der Königsberg da immer näher. Nur noch 8 Kilometer da zwischen ihm und der Königsberg. Jetzt zündet er den Nebel. Und jetzt will er da die wohl richtig rausbomben. Und er nimmt dafür auch AP. Klar, Königsbergs Seite kann man da ordentlich Damage mit anrichten. Die ist aber jetzt nicht so schön. Die kommt schon besser. 2.500 und nochmal eine und das reicht auch. Jetzt nimmt er nochmal HE. Und da war es auch für die. 6. Kill schon. Und jetzt kommt die Nagato daher. Mal schauen, was er mit der so anstellt. Kann jetzt auch nochmal richtig farmen und vielleicht auch nochmal ein Torpedo da reinballern. Und auch da hat er hier jetzt noch einfach mal den Zerstörer mitgenommen. Kann man einfach mal machen. Alles kein Problem, weil so wie im Vorbeifahren praktisch schon. So, ach okay, nehme ich den auch noch mit. Und jetzt die Nagato. Und da trifft auch noch der Torpedo für 10.000 Damage. Also muss man sagen, er macht hier ein sensationelles Gefecht. Ganz einfach und plump ist es so. Ohne Wenn und Aber. So, die Nagato interessiert sich gerade noch gar nicht für ihn. So, wir sehen übrigens hier im Norden praktisch hier schon sein Mate, der da auf den Flugzeugträger geht. Das ist ja hier die Kneisenau. Und jetzt hat die Nagato gleich bestimmt ein Auge für ihn, denn jetzt hat die Nagato keinen Gegner mehr außer ihm. Aber jetzt fehlt ihm so gerade das Quäntchen Glück, das er braucht, mit einem Brand. Nagato ist auch nicht doof, die dreht sich jetzt hier weg, weil sie natürlich auch genau weiß. Jo, da können dann natürlich bald Torpedos ankommen. So, und jetzt will er sich da so ein bisschen ranschleichen. Wir sehen oben, die Kneisenau hat jetzt da den Flugzeugträger aufgemacht. Aber die Hiryu konnte jetzt die Kneisenau auch direkt wegholen. Und das ist jetzt genau das, was jetzt nicht passieren darf. Denn jetzt hat er da den Flugzeugträger noch gegen sich und die Kneisenau. Und genau deswegen wäre ich auch erstmal für den Flugzeugträger gegangen. Weil den Flugzeugträger, der geht so lange auf einen... Und ist selber erst so spät beschießbar und wie jetzt, er muss über die halbe Karte dann tingeln. Also das ist meines Erachtens der erste richtige Bock, den er da in der Runde geschossen hat. Dass er sich viel zu spät um den Flugzeugträger dann kümmern könnte und das vorher damit verpasst hat. So, jetzt hat er natürlich den Nebel aktiv, aber jetzt hat er auch das Problem, er sieht halt gar nichts mehr. Das ist natürlich jetzt alles hier, dieses One-on-One jetzt zu suchen. Ah, schwierig, schwierig. Auch wenn hier weiterhin der Brand aktiv ist und der Schaden nach oben tickt. Jetzt wird er da mal so rausspitzeln. Ne, wird er auch nicht. Ungünstigste Situation, in die er sich da jetzt begeben hat. Man kann es leider nicht anders sagen. Sein Cap wird da jetzt auch wieder eingenommen, natürlich, ganz klar. Und so leid es mir tut, aber in der Stelle muss ich sagen, das wird nichts mehr.
Er wird die Runde verlieren. Er ist jetzt auch wieder offen und dementsprechend trotzdem eine sehr tolle Runde mit leichten Schönheitsfehlern. Ich hoffe, sie hat euch gefallen vom Ansehen und hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Let's Play World of Warships.